So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute City Skylines. Wir gehen erstmal direkt in die Welt. Wir spielen heute mit der Lagoon Shore. Die habe ich mir ausgesucht. Da ist so ein bisschen Strand dabei. Wir können auch gerne die anderen Maps angucken. Es ist so eine Art SimCity. Bloß besser, weil man mehr Platz hat und viel cooleres Zeug bauen kann. Und ich habe schon eine halbe Stunde aufgenommen und ich habe beim ersten Mal bin ich in die Schuldenfalle gekommen und bin nicht rausgekommen und war verzweifelt. Ich habe ein bisschen zu viel Stuff gebaut. Dieses Mal fange ich etwas kleiner an und sorge dafür, dass eben die Grundverhältnisse abgedeckt sind. Beim ersten Mal spielen kann das natürlich vorkommen, dass man sich sowas total verkackt. Schade eigentlich, dass ich alles vorgelesen habe, aber ich lese es trotzdem nochmal für euch vor. Hallo, lassen Sie uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen und die benachbarten Gebiete abzugrenzen. Gebäude spawnen in abgegrenzten Gebieten, um im weiteren Wachstum ihrer Stadt... die Übersetzung ist noch ein bisschen fehlerhaft. Wachstum ihrer Stadt werden sie neue städtische Dienstleistungen und Gebäude freischalten. Heißt, mehr Bewohner, mehr Dienste und Dienstleistungen. Wir pausieren übrigens die Zeit. So. Klicken Sie für Hilfe auf die Fragezeichen-Schaltfläche. Diese zeigt Ihnen Informationen über das aktuelle geöffnete Menü oder die Info-Ansicht an. Die Parts werden so 20 Minuten bis eine halbe Stunde lang, schätze ich. Vielleicht der erste Part ein bisschen länger, weil wir müssen uns erstmal reinfinden, aber ihr wisst, was ich meine. Bauen Sie eine Straßenerweiterung Ihrer Stadt. Wählen Sie Ihren Straßentyp und ziehen Sie eine Straße, indem Sie mit der linken Maustaste einen Anfangs- und Endpunkt festlegen. Beenden Sie den Bau einer Straße per Klick mit der rechten Maustaste. So, wir wollen hier eine Kurvenstraße bauen. Ne, ich habe nicht Kurve ausgewählt, das ist Kurve. Entschuldigung. So. Ja, das ist nicht kurvig genug. Ja, so ist cool. So. Ja. Genau. Und von hier. Dann bauen wir von dort an. Nochmal hier so rum. Das habe ich schon mal alles gebaut. Noch ein bisschen. So. Genau, perfekt. Und dann nochmal hier so. Zack. Nein. Zack. Nein. So. Soll unsere erste Grundstraße erstmal sein. Wir wollen nicht zu viel bauen. Aber wir brauchen einiges an Geld. Deswegen bauen wir erstmal ein Wasserkraftwerk. Ich kann es auch selber kurz erklären. Wir brauchen Abwasser, damit die Leute ihre Kacke aus der Stadt leiten können. Zack. Das muss mit einem Rohr oder mit einem Wasserturm mit der Stadt verbunden sein. Und wir brauchen einen Wasserturm, welchen wir auch einfach da in die Nähe bauen werden, weil das Rohr so oder so da lang fließen muss. So, dann brauchen wir Wind. Da können wir uns Turbinen bauen. Überall, wo es dunkelblau ist, ist der Wind gut. Deswegen können wir uns auch einfach hier zum Beispiel noch eine 1, 2, 3 Turbinen bauen. So. Beim letzten Mal habe ich 5 gebaut und deswegen bin ich pleite gegangen. Dann brauchen wir von dem blauen Bereich aus eine Stromverkabelung an der Straße entlang. Heißt, wir können theoretisch auch hier einfach so. Ja, ich will doch nicht den Weg von euch bauen. So. Bis dorthin, dann so ein bisschen da drüber bauen. Muss mal leider dann wahrscheinlich hier ein bisschen Bauplatz verbrauchen für die Stromleitung, aber es kommt halt vor. Und dann kann man aber den Strom hier so ein bisschen an der Stadt entlang ziehen. So, wir machen erstmal bis dahin, wir müssen ja nicht alles abdecken. So, hier bei Wasser müssen wir da ein Rohr zu dir und dir bauen. Dann so gesehen unter der Stadt entlang Rohre ziehen. Weiß gar nicht, von wo aus ich die Leute will wohnen lassen. Aber ich will auf jeden Fall sicher gehen, dass jeder Wasser hat. Ich glaube, das reicht, unter der Straße entlang zu bauen. Muss keine Doppellinie führen. So. Pumpen Wasser direkt aus dem Gewässer der Stadt. Also könnte ich theoretisch auch dann hier so eine Wasserpumpe noch bauen. Aber wir lassen erstmal den Wasserturm.
Der produziert... ja, ein bisschen was. Die Gebäude machen auch Lärm. Das ist der orange Kreis. Also soll man da möglichst keine Gebäude in der Nähe haben, weil sonst die Leute unglücklich sind. Kann ich die... Wir sehen ja die Fläche, die damit abgedeckt wird. So, ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen Verluste gemacht, aber egal, ich will es an der Straße entlang ziehen, da fühle ich mich glücklicher. So, genau. Jetzt haben wir Wasser und Strom. Tausendmal besser, beim letzten Mal war ich schon jetzt auf minus 2000 jetzt. Gut, dass es dieses Mal besser aussieht. So, ansonsten können wir bei SimCity jetzt hier mit dem Tool einfach Gebiete markieren, zum Beispiel, die wir als Wohnbereich haben wollen. Sagen wir mal, bis dahin stehen Häuser. Zack. Kann auch genauso mit einem Pinseltool arbeiten, dann kann man sagen, zack, das soll hier kurz ein Marktviertel werden. Das Stück. So. Da unten will ich vielleicht auch noch einen Markt haben. Und hier auch an der Küste so ein Marktviertel wäre ziemlich cool. Ich übrigens achte ich immer eher darauf, hübsch zu bauen, anstatt effizient. Ich weiß, in so einem Kästchenmuster kann man vielleicht die größte, epischste Stadt erreichen, aber wir bauen einfach mal. Kann man den Namen der Stadt ändern? Ja. Gut, dass ich tippen kann. Zum Bistan. Nein. Schreibt mal Vorschläge für den Stadtnamen. Vorschläge. Schreibt mal Vorschläge für den Stadtnamen in die Kommentare. Nennen die Stadt jetzt erstmal Vorschläge. So, und da hinten können wir dann einfach so ein Industrieviertel hinmalen. Bla 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 bla. Da können die Leute da arbeiten und bauen. So, hat man zwar eigentlich ein bisschen weiter weg, aber wir haben keinen Platz und kein Geld. Beziehungsweise haben wir noch nicht bei Einwohner. So, jetzt springen wir vor. Das machen wir natürlich alles noch blau. Grün. So. Jetzt bauen sich die Leutchen hier ihre Häuser auf. Und wir sind schon wieder dick im Minus, gerade noch. Weil wir noch keine Bewohner haben. Und... ja, aber gleich haben wir Bewohner. Wirtschaftsfenster freigeschalten. Jetzt sehe ich hier, wie viel Geld ich für Strom und Wasser ich ausgeben will. Setze ich mal runter. Damit ich nicht ganz so viel Kosten habe. Wieso habt ihr Abwasserbeschwerden? Nee, habt ihr nicht. So, jetzt wächst meine Stadt. Jetzt habe ich hier schon 100 Einwohner gleich. Sehr schön. Und natürlich mit mehr Einwohnern brauche ich dann auch ein größeres Industriegebiet. Sie sind sehr glücklich. Das gefällt mir auch. Es sieht schon mal besser aus. Schauen wir mal, ob wir jetzt dieses Mal aus dem Minus rauskommen. Das würde mich sehr freuen. Ich musste halt einfach wirklich neu anfangen. Ich hatte die Stadt so ähnlich aufgebaut. Ich hatte hier noch, hier hinten hatte ich die Kraftwerke beim letzten Mal und alles. Aber das Problem war halt... naja. Halt, ne? Ich hatte dann kein Geld mehr. Ah, wir sind im Plus! Ja, hier oben kommen immer so Fake-Tweets rein, die ganze Zeit. Die nicht sonderlich interessant sind. Jedes Jahr werden mehrere Tonnen Seetang zum Verzehr für Menschen produziert. Passt überraschend gut zum Schokokeksen. Hashtag Seetang. Ja, finde ich auch. Hashtag Seetang. So, das Spiel sagt mir hier, ich soll dann eine Hauptstraße hinbauen, dass die Leute besser in die Stadt reinkommen. Aber ich werde hier sowieso wahrscheinlich dann noch einen Kreisverkehr hinpacken und so weiter. Ich will jetzt erstmal, dass die Leute reinkommen, dass ich Plus mache. Bin reich. Rufen Sie Info auf sich auf, um verschiedene Info-Overlays über einen besseren Info-Überblick und die Funktionsweise Ihrer Stadt zu verschaffen. Ah, das sind die verschiedenen Karten. Wie es mit Wasser steht. Wasserverbrauch pro Woche. Wie es mit dem Wind steht. Starker Wind. Windturbinen, stark. Hellblau, ja, passt. Und wie der Verkehr ist. Ah ja, da sehen wir, wie befahren die Straßen sind. Hier ist es schon ein bisschen dunkler von der Farbe her. Da werden wir aber dann gleich bessere Straßen bauen. Straßenbenutzung. Ihre Bürger reisen, um in den Genuss von Dienstleistungen zu kommen. Wenn es zu Verkehrsstau kommt, haben ihre Bürger Schwierigkeiten, zur Arbeit zu kommen und abends nach Hause zu fahren. Wenn die Rohstoffe... und Güter in LKW auf der Straße festsetzen, verlangsamen sich die Produktion, effektiv
und der effektive Radius ihrer Dienstleistungsgebäude verringert sich. Größere Straßen unterstützen schnelleres Fahren und haben mehr Spuren. Mit einem Kreisverkehr können sie den Verkehrsfluss verbessern und in Gebieten mit starkem Verkehrsaufkommen hilft der Bau von Autobahnen. Verbessern Sie die Straßen und bauen Sie neue Routen zu beliebten Orten, wenn es dort oft zu Staukorbums kommt. Verbessern Sie Autobahnauffahrten zu Autobahnen, wenn sie oft verstopfen. Verschieben Sie Dienstleistungs... Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Meilenstein 1 erreicht. 460 Bewohner. Neue Features. Steuern! Im Geldfenster können Sie jetzt Besteuerung verschiedener Gebiete jetzt anpassen. Darlehen. Sie können kleine Darlehen mit geringen Zinsen aufnehmen. Neue Dienstleistungen. Ich muss jetzt mich um den Müll kümmern. Woo! Ja, jetzt kommen die nächsten Probleme. Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen bietet ihrer Stadt medizinische Dienstleistungen und kümmert sich um die Krankheiten. Und Bildung natürlich, weil ich kluge Menschen haben will. Bildungsleistungen ermöglichen ihnen den Bau von Schulen und Universitäten für ihre Bürger. Das Spiel kommt übrigens in 2 Tagen heraus. Und ja, gut. Den nächsten Meilenstein gibt es dann bei 900. Da kriegen wir ein neues Gebiet. Kurz zum Zeigen. Das ist unser Startgebiet. Und wir schalten später dann noch weitere Gebiete frei, die wir dann so da dranhängen. Also deswegen heißt es, werden es recht große Dinger. Bessern Sie Routen, bla bla bla. So, ich glaube, man kann in den Straßenmodus gehen. Kurz mal Pause. Und dann die Straße einfach aufwerten. Irgendwie konnte man die Straße aufwerten, glaube ich. Straße verbessern, genau. So. Und dann machen wir das doch auch noch so. Hä? Da war's doch. 1800. Na, ich weiß noch nicht. Dann machen wir da auch eine zweite Linie. Warte mal. Reißen wir es nochmal ab. So. Machen wir einfach Play. Dürfen wir weiter vor sich hingurken. So, die Pluszahl versinkt. Machen wir doch mal Pause kurz, wenn wir uns um das ganze Zeug jetzt kümmern müssen. So, wir haben jetzt erstmal eine Mülldeponie. Und die Stadt da hinten beschwert sich, dass sie keinen Strom hat. Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Dann machen wir die doch am Stadteingang irgendwo. Da, wo eh keiner bauen wird. Perfekt. Nee, das war dumm. Das kann ich, wie kriege ich zurück? 3000, okay. Ja, weil, sonst fahren die ganzen Müllautos da rum. Brauchen neue kleine Straßen. Fangen wir doch erstmal an mit einer runden Straße hier. Okay, viel zu rund gebaut. Tja, für meine Fehler hafte ich selbst. Da kommt mir nichts. Ja, perfekt. Oh, wir kriegen Nachbarn. Ich beschwere mich. So. So. Sehr schön. Die runde Ecke ist zwar nicht so unbedingt rund, aber... Jodo. Da können dann mehr Leutchen wohnen. Und hier unten können dann mehr Leute bauen. Ja, mehr Leute, die Strom brauchen. Natürlich können dann auch hier wieder neue Handel betrieben werden. Zack. Irgendwo muss das Zeug ja verkauft werden. Und da ist wieder mehr davon. Bup. Wunderbar. Dann schauen wir mal unter Strom. Ach so. Nee, die Antenne ist bis dahin gezogen. So, auf jeden Fall. So.
So, bauen wir mal nochmal zwei neue davon. Und bauen wir auch mal einen zweiten Wasserturm einfach auf die Rohre drauf. Zack. So, dann brauchen wir ein Gesundheitswesen. Da bauen wir uns ein kleines Krankenhaus. Am besten irgendwie hier so hin. Und bauen dafür aber auch eine Straße direkt daneben. Auf beiden Seiten. Tut mir leid, Herr Nachbar, dass Sie ausziehen müssen. Aber so kommt es nun mal vor. Weil dann ist es am besten erreichbar, wenn es von allen Seiten anfahrbar ist, das Gebäude. So. Strom. Zieht momentan bis dahin. Kurz Play. Jetzt sollte der Strom ankommen. Ja, sehr schön. Ich habe gerade noch Minusbewohner, aber es liegt gerade daran, dass ich Gebäude abgerissen habe. Nein, es werden weniger. Warum? Müllentsorgung brauchte ich noch, ne? Was steht da? Verschmutzung 100. Ja, wo verschmutze ich denn gerne meine Stadt? Hier hinten eigentlich. Bauen wir doch eine extra Straße mal noch kurz. Hier so die Küste entlang. So, kann da auch jemand. Dann machen wir einfach gerade Straße. So. Perfekt. Und dann bauen wir da unsere Mülldeponie irgendwo. Oh, es hat das jetzt abgerissen. So. Wird es da hinten verschmutzt. Ah, jetzt wegsteigt es auch gerade wieder. Unsere Bewohnerzahl, sehr schön. Machen wir das weg. So, was ganz wichtig ist, wir müssen uns ein paar Leute raussuchen, die wir mögen, natürlich. Als schöner Bürgermeister. Wer wohnt denn hier unten mit dem General Store? Woods Super Duper Shop. Machen wir erstmal den Woods Super Duper Shop. Ups, muss ich Enter drücken. Okay. Woods Super Duper Shop. Haben wir schon Stadtnamen gesagt, dass ich Vorschläge von euch möchte? Ich möchte auf jeden Fall Vorschläge für den Stadtnamen. Hier wohnt German Let's Play. Die Häuser werde ich wahrscheinlich später eh wieder kaputt machen, aber ich lasse erstmal hier ein paar Leute einziehen. O-Saft. Hier unten wohnen mal alle Leute, die ich kenne. Maudado LP. Da wohnt Holly, sieht man in seiner schönen Hecke. Holly LP. So, da wohnt Maudado, da wohnt O-Saft, da wohnt GP. Da wohnt Kedos Sohn. So, dann darf da Unge wohnen. Wir können noch Debitor kenne ich noch. Debitor. Dann da in der kleinen Hütte, da wohnt Wintercracker. Dann. Oh, da wohnt schon jemand, von dem ich kenne. Moment, wohnt da Unge. Dem kleinen Haus wohnt der Schlingel 01. Wir lassen hier ein paar Leute mal einziehen. Dann wohnt da Anubis. Den kenne ich auch, der schreibt viele Kommentare. Dann da wohnt Roter Apparat. Den kenne ich auch. Dann wohnt hier Mann. Was so? Nee, ich habe keine Ahnung, wie der Name geschrieben wird, aber ich weiß, dass er sie oft Kommentare schreibt. Egal, wenn ich den Namen sehe, dann kann ich ihn nochmal ausbessern. So, ansonsten sehen wir, dass wir da oben gerade nochmal Wasser brauchen, weil ich doof bin. Deswegen können wir das doch machen. Ich weiß nicht warum. Aber wir bauen einfach mal hier nochmal Wind hin. Und verbinden den Strom nochmal. Vielleicht reicht's dann.
Wahrscheinlich verbraucht der vordere Stadtteil den ganzen Strom, dass hinten nichts mehr ankommt. Kann ich mir vorstellen. Aber wir müssen aufpassen, sonst gehen wir wieder pleite. Was heißt das? Wahrscheinlich nicht genug Arbeiter oder sowas. Mach immer noch Plus, dann können wir eigentlich nochmal... Achso. Oder wir nehmen ein Kohlekraftwerk. Wie viel Strom stellt es her? 40 Megawatt und du stellst 8. Also 40 werden natürlich schon krasser. Dafür ist dein Unterhalt wesentlich geringer. Dann sparen wir erstmal. Machen wir mal dreifache Geschwindigkeit. So. Versuche den Strom so gut wie möglich in die Stadt zu bringen. Ich habe gerade eine Petition zum Bau einer irgendwas. Was noch offen? Einer Schule in unserer Stadt unterzeichnet. Oh. Ach stimmt. Eine Grundschule müssen wir auch noch bauen. Gott, das ist alles teuer. Straßen, ja, das weiß ich, wie man Straßen baut. Toggle Snapping. Keine Ahnung, was das ist, aber gut. Achso, wahrscheinlich, dass es nicht mehr gerade snappt. So. Gebäude leeren, Gebäude verschieben. Das Industrieviertel ist wieder böse. Tja, kann ich nichts machen, wir brauchen erstmal ein bisschen Geld. Mein Geld sinkt. Schauen wir mal ins Fenster hier rein. Steuern. Ihr habt alles, was ihr wollt. Ihr kriegt 15%. So. Ihr kriegt 12% und ihr sogar 10%. Kenne ich mich nicht gut aus, aber es ist auf jeden Fall, ich mache gerade massiv mehr Geld. Das ist schön, fast das Doppelte. Ja. Ja, ich weiß, ich vergesse nicht, eine Grundschule zu bauen, aber wenn ich jetzt eine baue, bin ich wieder kurz vorm Pleite gehen. Wir bauen die Schule aber auch neben das Krankenhaus. Reißen dafür 3 Häuser ein. Da sind sie alle happy. So, und jetzt müssen wir gleich nochmal Strom bauen. Die Gebäude stehen leer, weil die Stadt gerade Bewohner verliert. Musste man die Gebäude nicht einfach einreißen, wenn sie leer stehen? Ich glaube schon. Oh, ich hoffe, das war kein volles Gebäude. So. No. Oh, denen sind die Steuern zu hoch. Okay, machen wir 13%. Tut mir leid, ich muss für Strom sorgen in dieser Stadt. Grüne Energie, was für eine exzellente Wahl. Hashtag grüne Energie. Ja, ich bin halt ein freundlicher Stadtbauer. So. Guck mal, da haben wir schon mal unseren Stuhl gebaut. Da kann sich jetzt jemand reinsetzen. So ein Mann, da bauen wir jetzt einen Kopf. Wir könnten einfach so einen Mensch bauen, der da drauf sitzt. Als Straßen. Wie schön die alle ihre Bäume anpflanzen. Schau mal, wie steht's denn hier? Das wird super duper Shop. Holly, was macht Holly? Gebäude in geringem besiedeltem Wohngebiet. 2 von 2 Haushalten. 3 Kinder, 3 Jugendliche und 4 Erwachsene. Holly. Und 8 davon sind ungebildet und nur 2 davon gebildet. Suche nach einer Hashtag-Wohnung oder einem Hashtag-Haus in dieser Stadt. Bin für alles offen. Bitte PM für weiteren Kontakt schicken. Ach. Ihr mit eurem Fake-Twitter. Ach so, das will, dass ich hier eine Straße baue. Bitteschön. Ah, da oben kommt kein Strom hin. Warum kommt kein oben da kein Strom hin? Weil ich da keine Stromleitungen hingezogen habe. Ha! Ja dann. Dann
ziehen wir da Stromleitungen hin. Nur noch mal so. Aber ich glaube, wir brauchen einfach mehr Strom. Weil wir nie genug Strom haben werden. Weil ihr alle quengelnde kleine Kinder seid. Nein, ich nicht, aber... Hurra für den Bürgermeister. Mehr grüne Energie für die Stadt. Ja, ich versuch's. Ich glaube, man muss auch immer sehr hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Na dann, zieht ein. Stimmt, habe ich vergessen. Ich muss ja mehr Straßen jetzt bauen. Nach und nach. Dann machen wir aber kurvige Straßen. Oder ich würde sagen, es war's für den ersten Part. Wir haben unseren grün-blau-orangen Stuhl gebaut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder bei City Skylines. Wir beenden es einfach ganz klasse. Wir speichern jetzt. Und geben dem Ort einfach jedes Mal coole Namen. Der Stuhl. Genau. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir da neue Straßen bauen, unsere Stadt ein bisschen größer machen. Ihr könnt mir gerne Tipps in die Kommentare schreiben, auch wenn ich ein großer Noob in diesem Genre bin. Ich gebe mir meine Mühe, eine schöne Stadt für uns zu bauen. Und es ist einfach eine Weile, bis interessante Spiele auf den Markt kommen oder wie lange ich halt Lust habe, ne? Ich hoffe, euch gefällt das Projekt und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann, euer stadtbauender Zimbelmann. Und ja, wir werden auch noch Brücken bauen.